Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Amsel-Video. Heute geht es um Weizen und MS und ich spreche mit Professor Dr. Dr. Detlef Schuppan. Er ist Professor für molekulare und translationale Medizin an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Hallo nach Mainz, Professor Schuppan. Hallo? Sie und Ihr Team haben herausgefunden, dass ein bestimmtes Protein im Weizen Multiple Sklerose verschlechtern könnte. Was heißt das jetzt? Sollten alle Multiple Sklerose Erkrankten den Weizen weglassen? Im Grunde genommen ist eine Empfehlung, die ich auch, ich sehe auch Multiple Sklerose-Patienten in meiner Spezialsprechstunde, gebe, dass auch aufgrund unserer vorklinischen und insbesondere auch der klinischen Studie ich jedem Patienten empfehle, weitestgehend auf Weizen zu verzichten, und zwar durchaus in einer Probephase über 2 bis 4 Wochen, um dann zu sehen, inwieweit es dem jeweiligen Patienten oder der Patientin besser geht. Das ist eine ganz einfache Maßnahme, kann jeder relativ einfach ausprobieren. Und vielen Patienten geht es in der Tat auch außerhalb von Studien deutlich besser. Kann jeder leicht ausprobieren. Wenn ich da so an manche Mahlzeiten bei mir am Tag denke, dann beginnt es vielleicht mit dem Vollkorntoast, geht weiter mit einer Brezel um 10. Mittags gibt es Pasta, nachmittags ein süßes Teilchen und abends Vollkornbrot. Überall Weizen drin oder ein Getreide, das eben dieses Protein enthält. Was schlagen Sie vor? Was sollten MS-Patienten, wenn sie das probieren möchten, da machen? Die Richtschnur ist eine weitgehend glutenfreie Diät. Glutenfreie Diät ist bekannt. Es gibt glutenfreie Lebensmittel, auch sehr gute Brote, Pizza, Nudeln und so weiter. Das wäre der sicherste Weg, das komplett zu ersetzen, weil das die Hauptquellen sind, auch für diese Nicht-Glutenproteine im Weizen und verwandten Getreiden, die eben auch eine Multiple Sklerose verschlechtern können. Und die Faustregel ist natürlich, entweder die üblichen Weizenprodukte durch solche glutenfreien Produkte zu ersetzen oder eben ganz wegzulassen und anstatt Brot aus Weizen oder auch Roggen, ist ja ein verwandtes Getreide, zu sich zu nehmen, dann eben Ersatzbrote mit Buchweizen zum Beispiel. Das ist kein Weizen im eigentlichen Sinne und enthält nicht diese Aktivitäten. Oder auch alternativ Reis, Mais etc. zu sich zu nehmen. Im Grunde genommen ist das relativ einfach machbar, weil die empfohlene Diät eben nicht ganz strikt Weizen- oder glutenfrei sein muss. Das heißt, die Patienten profitieren schon davon, wenn sie, sagen wir mal, um 90 bis 95% ihres normalen, in diesem Fall Weizenkonsums, reduzieren. Kleinere Mengen machen wenig aus, weil es von der Dosis abhängt. Sozusagen, die Dosis macht das Gift. Und wenn ich nur 5 bis 10% eines normalen Konsums, über den Daumen gepeilt, zu mir nehme, dann macht das nicht viel aus. Mais und Reis haben Sie gerade angesprochen, was ja auch eine Sättigungsbeilage ist. Kartoffeln könnte ich mir noch vorstellen. Und jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist es aber so, dass es wohl nicht bei jedem MS-Patienten dazu und bei jeder MS-Patientin dazu führen würde, dass sich die MS verbessert oder die Symptome verbessern. Man muss es ausprobieren und dann selber entscheiden. Ja, also was wir ja jetzt genau wissen, auch aufgrund unserer Veröffentlichungen und Studien, dass diese Nicht-Glutenproteine im Weizen, ist eine kleinere Menge an Proteinen, die diese Klasse ausmacht, diese ATI-Proteine. Das sind nur etwa 3 bis 4% des Weizenproteins. Gluten ist 80 bis 90%. Das Gluten macht es nicht. Aber glutenhaltige Getreide, das ist die Faustregel, enthalten eben diese Aktivität mit den anderen Proteinen. Das geht immer einher. Und alles, was glutenfrei ist, enthält auch nicht diese Aktivitäten. Das heißt, das ist die einfache Richtschnur. Was jetzt die Verbesserung von Symptomen betrifft, haben wir natürlich erstmal eine kleinere Studie gemacht, Patienten mit Multipler Sklerose, und zwar relativ gelinder Aktivität ohne schwere Schübe.
die auf eine weizenfreie Diät gesetzt wurden oder nicht, über jeweils 3 Monate und das auch verlässlich getan haben. Und die haben dann ein Crossover, wie wir das nennen, gemacht. Das heißt, diejenigen, die vorher auf weizenhaltiger Ernährung waren, sind dann übergewechselt auf die im Wesentlichen weizenfreie Diät und umgekehrt, sodass wir praktisch die Gruppengröße damit auch vergrößert haben, mit und ohne Weizen, also verdoppelt, vervierfacht im Grunde genommen die sogenannte Power, wie wir das nennen, um auch Vergleiche zu machen. Und hier sehen wir deutliche Unterschiede in einigen wenigen Parametern, insbesondere auch Schmerzen. Das war der signifikante Parameter in dieser sehr kleinen Studie. Aber wir sehen eben auch, dass sogenannte immunologische Werte im Blut, sehr komplexe neue Werte, die auch in gewisser Weise widerspiegeln, was in der Entzündung im Gehirn und im zentralen Nervensystem passiert, die sich auch entsprechend gebessert haben. Wo, wie ich auch selber in der Praxis ohne Studie an einigen Patienten eben wirklich noch deutlichere Verbesserungen sehe, das sind die Patienten, die auch einen schwereren Verlauf haben, also stärker erschöpft sind, auch Lähmungserscheinungen haben, öfter Schübe haben. Das sind Einzelbeobachtungen, die aber natürlich völlig vereinbar sind mit der Studie oder den Studien, die wir bis jetzt gemacht haben, aber zeigen, dass wahrscheinlich sogar die Patienten am meisten profitieren, die neben ihrer üblichen Medikation und den Maßnahmen, die müssen sie und sollen sie auch weiternehmen, aber nicht völlig in Remission oder Beschwerdefreiheit gehen und noch weiter gebeutelt sind, dass die sich zum Teil noch erheblich verbessern können, wenn sie diesen Ernährungsfaktor berücksichtigen. Das ist ja eine gute Nachricht, gerade für die Patienten, die eben sehr besonders schwer betroffen sind. Jetzt würde mich interessieren, wie sind Sie denn dazu gekommen, diese Amylase-Trypsin-Inhibitoren, ATI, überhaupt zu untersuchen und bei MS zu untersuchen? Also wir haben mit dieser Forschung begonnen, ausgehend von unseren Studien in Zöliakie. Das ist ja eine glutenvermittelte Erkrankung, die betrifft etwa 1 bis 2% der Bevölkerung, auch mit sehr vielen Symptomen, auch Magen-Darm-Symptomen in der richtigen Entzündung, weil es darüber hinaus noch viele Patienten gegeben hat, die als sogenannte glutensensitive Patienten gelten, aber keine Zöliakie haben, die auch dann eher Allgemeinsymptome unter weizenhaltiger, glutenhaltiger Ernährung hatten, und zwar noch viel mehr als die Zöliakie-Patienten, Erschöpfung, entzündliche Veränderungen, die sich dann gebessert haben unter glutenfreier Diät, aber keine Zöliakie-Patienten waren, ohne wesentliche Darmentzündung. Und haben geguckt, ist es das Gluten, was diese Entzündung hervorrufen kann. Und da haben wir in einer Studie bereits in Boston, in Harvard, wo ich mein Labor hatte damals, eben untersucht, was sind diese Komponenten? Ist es Gluten oder ist es was anderes aus dem Weizen? Und letztendlich, nach längerer Zeit, haben wir gesehen, es war nicht Gluten, sondern es waren diese ATI-Proteine als kleinere Komponente. Und seitdem haben wir diese ganze ATI-Forschung in Gang gebracht, mittlerweile mehr als 20, auch höherrangige Publikationen dazu. Und haben auch weiter geforscht, in welchen Weizensorten ist viel, in welchen Weizensorten ist weniger, haben hunderte Weizensorten alt, neu angebaut, an verschiedenen Orten untersucht und die Mehle untersucht, wie die Aktivität dieser ATI-Proteine ist, Entzündungen zu verursachen. Und sehen riesengroße Unterschiede im Grunde genommen. Aber die Faustregel ist trotzdem, alles, was glutenhaltig ist, enthält diese ATIs mehr oder weniger. Und wir haben mittlerweile nicht nur Studien, auch klinische Studien bei der MS gemacht, sondern bei anderen Autoimmun- und entzündlichen Erkrankungen, die jetzt auch gerade publiziert wurden in den letzten 1 bis 2 Jahren. Autoimmune Lebererkrankungen, die eben auch autoimmune Entzündungen haben, aber in der Leber. Die Patienten oder auch Fettleberhepatitis als entzündliche Erkrankung, familiäres Mittelmeerfieber, das ist so eine genetisch bedingte entzündliche Erkrankung. Und im Moment laufen sogar noch Studien zur rheumatoiden Arthritis, zu Lupus als Autoimmunerkrankung. Also wir haben wirklich beste Belege, dass diese ganz kleine Entzündung, die nur gesetzt wird im Darm, die ist gar nicht, wenn man Patienten untersucht mit dem Endoskop,
Proben entnimmt, ist die Entzündung sehr gelinde, die man sieht. Auch bei Normalpersonen spielt gar keine Rolle, wenn jemand nichts hat. Ja, aber wenn jemand etwas hat, dann ist es so, dass die Entzündungszellen im Darm, die leicht aktiviert sind, die verlassen den Darm. Und das erklärt auch, dass sie dann sogar im zentralen Nervensystem ankommen und praktisch fühlen, wo ist da eine Entzündung und die Entzündung verstärken können. Und das ist der Mechanismus, der eben sehr interessant ist im Sinne einer Kommunikation vom Darm, von der Ernährung, auch vom Mikrobiom zum Teil, bis zum zentralen Nervensystem. Und das ist ja, sind ja auch Ergebnisse, die sich nicht nur auf diese ATI-Proteine beschränken, sondern es gibt ja auch Befunde, die haben Sie sicherlich vorher auch schon besprochen, dass gewisse Stoffwechselprodukte von Darmmikroben auch im Guten wie im Schlechten auch die MS beeinflussen können. Eine Abschlussfrage hätte ich noch. Planen Sie denn oder sind weitere Studien geplant zu ATI und Multiple Sklerose, weil das war jetzt eine begrenzte Anzahl Patienten? Ja, also wir haben diese Studie, das ist ja entstanden in einem sogenannten Sonderforschungsbereich der Deutschen Forschungsgemeinschaft als Teilprojekt. Also 20 Projekte. Dieser Sonderforschungsbereich läuft jetzt noch nur noch ein halbes Jahr und ist dann ausgelaufen über längere Zeit, wo eben primär grundlagenwissenschaftlich über die MS geforscht wurde, möglicherweise auch mit klinischen Konsequenzen. Und wir hatten eben dieses Projekt, weil wir schon Vordaten hatten, sind später eingestiegen und haben uns gedacht, wenn wir eine kleine sogenannte Proof-of-Concept-Studie machen können an MS-Patienten, dann können wir sehen, ob wirklich das, was wir jetzt in der Maus oder in Zellen sehen, ob das auch wirklich auf den Menschen übertragbar ist. Und auch das bestätigt, was wir in der klinischen Praxis auch sehen, ohne kontrollierte Studien zu machen. Und tatsächlich konnten wir eben zeigen, dass es auch im Menschen Effekte hat, günstige Effekte, Weizen wegzulassen und ATI wegzulassen. Und wir würden gerne eine größere Studie machen, auch mit noch mehr Kontrollen, auch mit MRT des Schädels ist eine wichtige Untersuchung, auch eine Folgeuntersuchung bei MS, um einige Dinge zu objektivieren. Gibt es mehr Läsionen oder weniger? Verbessert sich auch dieser MRT-Befund neben den klinischen Scores, die man hat, den Parametern, neben einigen Immunparametern, die wir ja eben auch schon gemessen haben, vielleicht sogar mit nochmal einer Liquorprobe, was natürlich für Patienten nie so angenehm ist, aber die aussagekräftiger ist, als wenn man was aus dem Blut bestimmt als Aktivitätswert. Wir würden gerne eine solche Studie auch ohne Liquor, aber mit MRT machen, an größeren Zahlen von Patienten, die auch dann doch noch einen etwas schwereren Verlauf, auch unter stabiler Medikation haben, um noch mehr und noch objektivere Daten zu bekommen. Das ist ja eine Pilotstudie mit Signifikanzen auch schon, aber wir würden das gerne tun. Aber da ist immer natürlich das Problem, da brauchen wir jetzt nochmal ein Funding. Wir müssen also diese natürlich mit Personal und so weiter unterstützen, die Studie, um auch ausreichend Patienten dann zu rekrutieren und auch natürlich Patienten überzeugen, was in diesem Fall nicht ganz so schwierig ist, weil es ja eine zeitlich limitierte, aber auch nicht ganz einfache diätetische Studie ist. Aber das hängt ein bisschen davon ab, ob wir jetzt Personal und so weiter bekommen, weil nichts ist umsonst. Und das ist schon eine interessante Fragestellung, die wir gerne nachverfolgen möchten, auch multizentrisch. Wir haben das bisher in zwei Zentren gemacht, also in Mainz und Münster, zwei Partner in diesem Projekt, und würden gerne noch in größeren Zahlen mit noch mehr Bildgebung auch das Ganze stützen. Dann hoffen wir und drücken die Daumen, dass es klappt mit einer größeren multizentrischen Studie zu Weizen bzw. ATI und MS. Vielen lieben Dank, Herr Professor Schuppan, für Ihre Auskünfte und Tipps. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das war, was MS-Erkrankte hören wollten, auf ihre geliebte übliche Brezel zu verzichten, mal testweise wenigstens. Aber das ist ja kein Muss, man kann den Versuch starten oder nicht. Und ich bedanke mich. Ja, und vielleicht noch ein kurzes Wort zur Ermutigung, das zu probieren. Also ich Ja. selber, aufgrund unserer Befunde, die Hälfte meines Labors und auch der Klinik
nehmen praktisch keinen Weizen mehr zu sich, weil sie so überzeugt sind, dass es Sinn macht, sogar wenn man nicht eine jetzt akute oder manifeste Erkrankung hat. Wobei wir eben, wie gesagt, auch nicht ganz strikt leben müssen. Wir sind ja nicht wie Zöliakie-Patienten, die auf jedes Stäubchen oder könnte Gluten enthalten verzichten müssen. Und das ist in der Tat, wenn man einmal 1 bis 2 Wochen das gemacht hat, nicht so sehr aufwendig und schwierig, weil es auch sehr gute Ersatzprodukte gibt, die ganz ähnliche Qualität haben mittlerweile wie glutenhaltige Nahrungsmittel, auch wenn man darauf nicht verzichten möchte. Es ist eine Umstellung, aber vielleicht eine, die sich lohnen könnte. Vielen Dank, Professor Schuppan. Sehr gerne.